Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Diesmal schauen wir uns an, wie wir die Minimalkostenkombination rechnerisch ermitteln können. Wie das Ganze grafisch funktioniert, wissen Sie ja schon, und von da an ist es nicht mehr so schwer, die Lösung auch rechnerisch zu ermitteln. Auf der linken Seite sehen Sie, was Sie schon kennen, nämlich die grafische Bestimmung der Minimalkostenkombination, in Rot die Isoquante, also die möglichen Produktionskombinationen, und in Blau die Budgetgrade, und grafisch hatten wir ja dann einfach so gebastelt, bis die Budgetgrade gerade die Isoquante tangiert und der eine Punkt, wo dann berührt wird, das ist eine kostenminimale Kombination. Und auf der rechten Seite zeige ich Ihnen jetzt das Zahlenbeispiel, was wir jetzt durchrechnen. Gegeben ist eine substitutionale Produktionsfunktion, nämlich x ist gleich 2 mal q1 hoch 1/2 mal q2 hoch 1/2, also jeweils die Wurzel von den Inputfaktoren. Außerdem haben wir einen festen Output vorgegeben in Höhe von 4, habe ich hier x quer genannt. Sie erinnern sich ja, beim Minimumprinzip werden die Outputs fix gehalten und die eingesetzten Inputs minimiert. Und deswegen halten wir den Output auch hier fix, sonst haben wir nämlich zu viele endogene Variablen. In der Grafik wäre das feste Output-Niveau dadurch gegeben, dass wir eine Isoquante uns nur anschauen. Und auf dieser Isoquante haben wir dann unendlich viele Kombinationen von Q1 und Q2, die alle durch unterschiedliche Kosten gekennzeichnet sind. Und damit wir von diesen Kombinationen die Kostenminimale finden können, müssen wir uns jetzt mal die Kostenfunktion anschauen. Ganz allgemein sieht die ja so aus bei zwei Produktionsfaktoren. Stückpreis für eine Einheit von Faktor 1, also P1, mal die eingesetzte Menge Q1 und das gleiche für Faktor 2, also P2 mal Q2. Und insgesamt sind das unsere gesamten Produktionskosten. Die Faktorpreise sind dann exogen vorgegeben mit P1 ist gleich 2 und P2 gleich 4. Als erstes werden wir jetzt die Steigung der Isoquanten bestimmen. Dazu werden wir die Produktionsfunktion einfach mal nach Q2 auflösen, da wir ja in unserem Diagramm Q2 als endogene Variable haben. Wir nehmen hier also die Produktionsfunktion, setzen für x gleich 4 ein und stellen nach Q2 um. Die Produktionsfunktion war ja so gegeben, 2 mal Q1 hoch 1/2 mal Q2 hoch 1/2 ist gleich x eigentlich, aber x ist ja exogen vorgegeben mit 4, deswegen habe ich das da schon hingeschrieben. Und damit wir nach Q2 auflösen können, müssen wir einfach auf beiden Seiten quadrieren, dann durch 4 teilen und schon haben wir, und dann noch durch Q1 teilen. Und dann haben wir schon Q2 isoliert und auf der rechten Seite haben wir eben einen Ausdruck stehen in Abhängigkeit von Q1. Das ist jetzt erstmal die Gleichung für die Isoquante an sich, also hier die konvexe rote Funktion, die in der Grafik abgebildet ist. Da wollen wir aber jetzt die Steigung wissen, weil wir wollen ja den Tangentialpunkt bestimmen. Und die Steigung ist einfach, wenn wir das ableiten. Wir haben hier nur eine Variable, nach der wir ableiten können, nämlich Q1. Und ja, das Ganze sieht dann so aus. Minus 4 mal Q1 hoch minus 2. Das minus 4 entsteht dadurch, dass wir hier diese minus 1 runterziehen. Und hier die minus 2 entsteht dadurch, dass wir hier oben Potenz einfach um 1 verringern. Ne? Wissen Sie alles. Der zweite Schritt ist dann, die Steigung der Budgetgeraden zu bestimmen. Auch hier stellen wir erstmal nach Q2 um, da wir ja im Diagramm Q2 als abhängige Variable haben. Dazu holen wir Q1 auf die linke Seite. Also hier ist erstmal die Kostenfunktion. Vorhin war es ja P1 mal Q1 plus P2 mal Q2. Da habe ich jetzt die exogen gegebenen Preise schon eingesetzt. Jo, und das Ganze wollen wir jetzt nach Q2 auflösen. Also wir holen Q1 auf die linke Seite, teilen beide Seiten durch 4 und dann haben wir hier sowas stehen. Das ist die Gleichung für die Budgetgerade. Dabei ist dieser vordere Teil, 1/4 k ist der Achsenabschnitt. Also wenn wir Q1 0 setzen, ist das der Achsenabschnitt auf der vertikalen Achse. Und das minus 1/2 ist dann eben die Steigung der Geraden. Das können wir uns auch explizit zeigen, indem wir nämlich die Gleichung ableiten, nach Q1 wieder, dq2 nach dq1 und dann bleibt eben dieses minus 1/2 übrig. Und das sagt uns eben, dass es sich hierbei um eine Gerade handelt, mit der konstanten Steigung minus 1/2. Jetzt haben wir die beiden Steigungen bestimmt, also die Steigung der Isoquante, die Steigung der roten Funktion in der Grafik und die Steigung der Budgetgeraden, das ist die Steigung der blauen Gerade. Und damit wir jetzt den kostenminimalen Punkt finden können, müssen wir die beiden Ausdrücke noch gleichsetzen. Denn im Tangentialpunkt müssen die Steigungen ja gleich sein. Hier, das ist dieser schwarze Punkt. Und
Ich habe mal hier gesagt, Steigerung der Isoquante muss also Steigerung der Budgetgeraden sein. Habe ich mal hier aufgestellt. Auf der linken Seite, das ist das, was wir als Steigerung der Isoquanten ausgerechnet hatten. Auf der rechten Seite ist das, was wir als Steigerung der Budgetgeraden aufgestellt hatten. Sofort sehen wir, da ist ja nur eine Unbekannte eigentlich, nämlich das Q1. Und danach können wir auflösen, indem wir einfach beide Seiten invertieren, mal minus 1 nehmen und durch 4 teilen. Das mache ich jetzt nicht explizit hier. Sie können ja kurz anhalten und das selber durchrechnen. Und dann erhalten wir hier eben als Ausdruck für Q1 ist Wurzel 8 und das ist als Dezimalzahl ungefähr 2,83. Das ist also die kostenminimale Menge von Q1. Die Menge von Q2 kriegen wir, indem wir das dann in die Produktionsfunktion einsetzen. Und dann erhalten wir eben 4 mal Q1 hoch minus 1, das ist ungefähr 1,41. Das ist also die kostenminimale Menge von Q2, die wir einsetzen. Und das sind dann eben die beiden Einsatzmengen unserer Produktionsfaktoren. Und natürlich, wenn wir sagen, das ist kostenminimal, wollen wir jetzt auch noch wissen, wie hoch sind denn die Kosten eigentlich? Dazu setzen wir die Werte einfach in die Kostenfunktion ein. Haben dann hier sowas. Die Kostenfunktion war ja allgemein hier so gegeben. Und da setzen wir jetzt die beiden Mengen ein, Q1 und Q2. Und kriegen dann eben eine Kostenhöhe von ungefähr 11,31 raus. Und das sind dann eben die geringsten Kosten, zu denen wir bei der Output-Menge 4 und den beiden Inputpreisen 2 und 4 herstellen können. Das war mein Video zur rechnerischen Ermittlung der Minimalkostenkombination. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video.